Gut, wir nähern uns langsam den 225.000. Es ist nichts weiter passiert. Die Futterstation für Fleischfresser kann jetzt zumindest hier gebaut werden. Das machen wir auch direkt. Es ist keine Lebendfutterstation, also das Tier wird, also unser Dilo wird sich wahrscheinlich ein bisschen langweilen, aber zumindest hat er was zu fressen jetzt hier. Und wir haben natürlich auch eine Karte und hier ist der Dilo gerade und streift hier umher und wenn wir uns den angucken, die Gesundheit ist nicht so toll. Der ist gerade so ein bisschen am Verhungern und ich glaube, er hat das Fressen gerochen, oder? Ist er jetzt gerade? Ich glaube, er hat das Fressen gerochen. Und jetzt kommt er natürlich dann auch direkt zum Fressen hin und frisst jetzt hoffentlich. Und dann bleibt er hoffentlich gesund und munter und erfreut noch ein paar weitere Gäste. Fantastisch. Da frisst er und schlingt das Ganze in sich hinein. Und er heilt sich auch gerade. Sehr gut. Das sieht doch schon mal soweit gut aus. Und damit haben wir auch die Besucherzahl geknackt. Was Sie für die Wissenschaftsabteilung getan haben. Also, vielen Dank. Ja, immer gerne, immer gerne. So, das heißt, wir können jetzt auch eine neue Mission oder einen neuen Auftrag nochmal annehmen. Und so langsam kommen auch die Besucher hier rein. Jetzt gucken wir nochmal eben ganz kurz in die Verwaltungsansicht. Genau, Toiletten brauchen wir noch. Ach, lass uns mal Toiletten bauen. Das heißt, die Toilette können wir eigentlich hier direkt hinbauen. Die braucht jetzt natürlich Strom. Das heißt, wir bauen jetzt mal ein neues Umspannwerk. Das können wir dann eigentlich auch hier an der Stelle hinplatzieren. So. Und ja, es sieht vielleicht ein bisschen eng beieinander aus, aber vertraut mir, es ist wirklich sinnvoll, das Ganze so ein bisschen strukturiert und vernünftig zu bauen. Gerade was die Gehege angeht. Denn das ist enorm wichtig, weil im Nachhinein nochmal zu sagen, so, oh Gott, mir fehlt hier ein Souvenirladen bei einem Gehege. Ja, dann muss man nämlich ziemlich viel umbauen. Deswegen baut am Anfang lieber gleich und schaut, dass alle Bedürfnisse bei den Besuchergalerien, also da, wo die Gäste rein können zum Gehege und so, dass die halt gleich vernünftig angeschlossen sind. Dann sehen wir nämlich auch hier in der Verwaltungsansicht die Nachfrage nach Toiletten. Hier oben haben wir noch ein bisschen eine erhöhte Nachfrage. Da können wir später auch nochmal drum kümmern, hier im Eingangsbereich. Spaß haben die Gäste auch überall, das sieht auch gut aus. Einkaufsmöglichkeiten gibt es gerade nicht so viele. Ja klar, hier oben am Eingang nicht. Getränke, komischerweise gibt es die, okay. Und Essen eben genauso. Ja, und dann brauchen wir natürlich jetzt auch langsam mal hier einen Schutzraum im nächsten Bereich. Also gucken wir mal, was denn so ein Schutzraum kostet. 225.000 ist dann ein bisschen teuer für uns. Wir können aber nochmal einen neuen Auftrag annehmen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier nochmal wieder einen Wissenschaftsauftrag, damit wir halt die Sachen entsprechend freischalten. Dieser neue Auftrag wurde praktisch. Bauen Sie bitte. Okay. Wir wollten gerade noch es vermeiden, einen weiteren Schutzraum zu bauen. Jetzt haben wir den direkten Auftrag dazu bekommen. Also kümmern wir uns gleich mal darum, einen weiteren Schutzraum zu bauen. So, und der neue Schutzraum, den wir bauen, wir bauen ihn hier vorne irgendwo gleich hin. Also sobald es geht, werden wir den dann hier auch mal hinbauen. Dürfte nicht mehr lange dauern, wie gesagt, das Geld wird gleich nach oben gehen. Und dabei behalte ich auch immer im Auge hier auf unsere beiden Geldbringer hier. Sobald nämlich die 240 Personen erreicht sind, können wir nochmal ein bisschen mehr Personal reinstecken. Und im späteren Verlauf kann man die Zahlen dann gleich einfach strikt nach oben drücken. Also gleich die Verwaltung Maximum, wenn man genug Geld verdient. So, und jetzt sollten wir genug Geld haben, um einen weiteren Schutzraum zu bauen. Das Problem ist halt, wir müssen diesen Bereich hier eigentlich auch noch mit drin haben. Und das Wohl unserer Gäste ist beinahe so wichtig wie das Wohl unserer... Okay, Dinosaurier. Vielleicht brauchen wir es auch gar... Ja, das war nur ein Scherz, oder doch nicht? Dann lassen wir es einfach erstmal. Oh, eine eigene Übertragung. Hallo? Wissenschaft, Mission. Ich habe eine neue Mission für Sie, falls Sie interessiert sind. Und das sind Sie doch sicher. Natürlich bin ich das. Also, wir haben die erste Wissenschaftsmission hier auf der Insel. Die Mission heißt Neuankunft. Wir müssen 1, 2, 3, 4 verschiedene Arten
in einem Gehege ausbrüten und freilassen. Einen Olorotitan, ein Triceratops, ein Edmontosaurus und ein Dracorex. Und Triceratops brauchen wir zweimal, Edmonto auch zweimal und den Dracorex dreimal. Und stellen Sie sicher, dass alle missionsrelevanten Dinosaurier zusammen untergebracht sind. Sorgen Sie dafür, dass jeder Dinosaurier in einem Gehege untergebracht bleibt. Dafür kriegen wir 1,75 Millionen Dollar Belohnung und wir kriegen die Einzelgängeranpassung 2.0 bei der DNA. Wir starten die Mission einfach. Gut, dann mal los. Sie sollen einen speziellen Dinosaurier ausbrüten und ihn in ein Gemeinschaftsgehege freilassen. Also los. Ja, das machen wir gleich. Oh, was haben wir denn da? Dr. Dua scheint den Ton anzugeben. Oder verstehe ich da etwas falsch? Im Ernst, das passiert mir immer wieder mal. Ja, ja, der Finch. So, Forschung verfügbar, Olorotitan. Da schicken wir doch gleich mal Expeditionsteams los. Schauen wir mal, wo wir das haben. Es wird hier, ich sehe oben, einmal nach Russland schicken wir einmal ein Grabungsteam los. Und sonst haben wir, nein, leider nicht, sonst haben wir keine mehr hier freigeschaltet. Aber gut, ein Team ist schon mal auf dem Weg, das gibt natürlich dann auch nochmal ganz gut Geld, ne? Ja, und in der Zeit können wir natürlich auch nochmal schauen, dass wir nochmal einen weiteren Dilo hier ins Gehege reinkriegen. Für 317.000, das ist okay. Damit wir mal ein bisschen mehr Dinos hier einfach haben. Hey, wie wär's mit noch ein wenig mehr Stress? Ja, nochmal Wissenschaft, okay. Hier hört sich ein neuer Auftrag an, ne? Wir akzeptieren natürlich den neuen Auftrag auch nochmal. Wir müssen pro Minute 2.500 Dollar einnehmen aus eben besagten Gästeanlagen. Und jetzt schauen wir nochmal kurz rein. Essen sieht soweit gut aus. Getränke sehen auch gut aus. Spaß oder Einkaufen. Ja, naja, haben wir nicht so. Toilettenbedürfnis ist erfüllt. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwie was zum Einkaufen. Wobei, wir haben hier den Souvenirladen, wir haben hier das Fastfood-Restaurant. Und wir haben sowieso kein Geld mehr, um noch irgendwas groß zu kaufen. Außer diesen Kleiderladen hier vielleicht, aber da geht es ja um Einkaufen. Und wir wollen ja ein bisschen Spaß, ne? Wir wollen den Besuchern ein bisschen Spaß bieten. Im späteren Verlauf, ich lasse diesen oberen Bereich hier frei, weil wir brauchen noch Transportmöglichkeiten. Und dort werden wir dann, zumindest ist das mein Plan, die Einschienenbahnstation hier hinpacken. Dass wir von hier starten und die dann durch den Park durchfährt. Müssen wir mal gucken, wie wir es am besten realisiert kriegen. Aber das machen wir dann auch zu gegebener Zeit. So, wir hoffen mal, dass der Dino, also ist der zweite Dino hier. Ah, wir haben neue Fossilien. Alles da, schauen wir mal eben. So, wir haben jetzt den Olorotitan. Da haben wir jetzt hier einmal ein normales Fossil von einer hohen Qualität. Da können wir die DNA extrahieren, kostet uns 20.000. Und wir haben einen Bernstein hier mit der DNA von sehr hoher Qualität. Auch da extrahieren wir die DNA. Und dann schicken wir direkt nochmal eine Expedition wieder los, und zwar nach Russland. Wir können leider nur ein Team an eine Grabungsstelle schicken. Deswegen haben wir jetzt gerade zwei Teams, die eigentlich nichts machen. Im Kontrollraum können wir nochmal in die ingehende Datenbank reinschauen und sehen halt hier, wir haben eine neue Grabungsstätte, und zwar die Udurhukan-Formation. Bildet einen Teil der Zagian-Gruppe im Südosten Russlands. Sie befindet sich unterhalb der Burea-Formation und oberhalb der Kundur-Formation. Sie geht auf das Maastrichtium der Oberkreide zurück und ist zwischen 66 und 72 Millionen Jahre alt. Die Formation besteht zu einem Großteil aus Schlammgestein, gemischten Sedimentgestein und Sand. Und die Knochenbetten dieses Gebietes haben Bekanntheit erlangt, als dort Hadrosauridae mehrere Spezies entdeckt wurden. Also ich denke mal, als dort mehrere Hadrosauridae Spezies entdeckt wurden. Ja, und hier finden wir halt den Olorotitan. Gut, wie Geld haben wir gerade fast keins mehr. Ist aber auch nicht schlimm, weil wie gesagt, langsam rollt der Rubel ja. Das Wissenschaftszentrum selber macht auch einen Gewinn von 13.320 pro Minute, weil wir halt einen relativ guten Ruf halt eben haben.
Das ist halt, wie gesagt, ein Standard-Dynamo, ohne das Genom jetzt groß. Oder wir haben das Genom gar nicht verändert, um ehrlich zu sein. Es wurde ja gar nicht verändert. Er ist fertig und wir können ihn freilassen. Der zweite Dilo ist da. Yay! Nice. Gut. Das bringt natürlich dann auch neue Gäste mit in den Park und alle sind happy, alle sind zufrieden oder sowas in der Art.